Fast 800 Millionen für ein neues Kanzleramt, ein Hubschrauberlandeplatz, Wintergärten und eine riesige Dienstwohnung. Das alles ist bei der Erweiterung des Kanzleramts geplant. Bis zu 400 neue Büroräume sollen durch die Erweiterung geschaffen werden. Die Bundesregierung sagt, das ist vor dem Hintergrund kontinuierlicher Aufgabenerweiterung notwendig. Kritik kommt von AfD und Linken. Die AfD spricht von einem Prunkbau. Die Linke weigert sich sogar, von einem Erweiterungsbau zu sprechen. Das sei einfach zu niedlich. Tatsächlich wird der Anbau teurer als der Bau des ursprünglichen Kanzleramts. Der hat, umgerechnet auf den aktuellen Preisstand, weniger als 550 Millionen gekostet. Kritik kommt aber tatsächlich auch aus der eigenen Regierung. Finanzminister Christian Lindner hat angekündigt, die Kosten nochmal zu überprüfen. Es war übrigens nicht die Ampel, die den Anbau in Auftrag gegeben hat. Das war die letzte Regierung unter Angela Merkel. Die wird die schönen neuen Wintergärten aber nur noch als Besucherin genießen können.